Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Sudden Strike 4. Oh mein Gott, ich kann es endlich spielen. Ich freue mich darauf, das mit euch spielen zu können. Ein Vorwort, ich bin ein Sudden Strike alter Hase. Ja, quasi. Oh mein Gott, dass ich das von mir behaupten kann. Ich habe damals Sudden Strike 1 gehypt. Ja, das war mein erstes Spiel, auf das ich gehypt bin. Da war ich 12 oder so, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Aber ich glaube, ich war auf jeden Fall unter 15, glaube ich. Oh, das war grandios. Sudden Strike 2 war grandios. Sudden Strike 3 war bläh. Und Sudden Strike 4... ist jetzt schon hart in der Kritik, also aber nur unter alten Fans, ja. Also ich glaube, man darf dieses Spiel nicht als Sunstrike 1 und 2 ansehen, was so ein Riesenerfolg war, aber ich glaube, es ist dennoch gut. Ich habe es noch nicht wirklich gespielt, ich habe es nur angeguckt, deswegen, ich urteile noch gar nicht. Ich glaube, wir werden Spaß haben, also wir legen los. Einzelspieler, Sunstrike 4. Oh mein Gott, ja. Ich habe auch Blitzkrieg gespielt ohne Ende. Das waren so die besten Titel, fand ich. Sunstrike 1, 2, Blitzkrieg und dann kam Man of War raus, ja. Das hieß damals Soldiers, Heroes of World War 2, dann hieß es Faces of War, dann Man of War, dann Man of War, Soul Squad, Man of War, Soul Squad 2, ja? Ich kenne mich ein bisschen aus, ich kenne auch Modder von Man of War und so, ach egal, keine Ahnung, halt die Klappe, Alter, mal, wir spielen jetzt. Das Tolle ist, was selten gibt in Spielen, ist die deutsche Kampagne, ja? Oh, Nazis, nein, Nazis darf man nicht spielen, ja? Aber es gibt Nazis und es gibt Wehrmacht, ja? So, deutsche Kampagne, natürlich gab es auch Nazis in der Wehrmacht, aber na egal, wie auch immer, ich höre lieber auf. So, Schlacht bei Sedan. Wir haben, Tutorial war Polen. Wir haben ja auch hier Unternehmen Barbarossa-Schlacht von Kursk, die Schlacht um Stalingrad, Ardennen-Offensive. Das ist wohl ganz am Schluss. Ardennen-Offensive ist nämlich 1945, 44 im Winter, ne? Dann, Westfeldzug, Kessel von Falais. Aha, okay. Dann fangen wir mal an. Schlacht bei Sedan. Wir können uns einen General aussuchen. Haben wir das schon getan? Eigentlich nicht. Habe ich das schon? Herausforderung nächstes. Ah, hier. Wir haben drei Lehren. Einmal Infanterielehre, Panzerlehre und Unterstützungslehre. So, ja. Ich glaube, alle spielen Heinz Guderian, die Panzerlehre. Ja, da haben wir hier zum Beispiel Sandsackdeckung. Hier, General Heinz Wilhelm Guderian war als Pionier der gepanzerten Kriegsführung und Schocktaktiken bekannt. Sowie für die Blitzkrieg-Kampagne, wollte ich gerade sagen, ist auch der Blitzkrieg-Vater. Er führte 1940 den Vorstoß der gepanzerten Einheiten an, die durch die französischen Linien brachen, das letztlich zur Kapitulation Frankreichs führte. Später kommandierte er einen Angriff auf Moskau. Er war, ein Experte in Kriegsführung und Taktik. Da haben wir Infanterielehre. Ich würde sagen so, ey, cool, da hätte ich Bock drauf, ja. Johannes Albrecht Bloskowitz. Blaskowitz, ist das nicht? Ist das nicht, Wolfenstein Blaskowitz? War ein General, der mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichlaub und Schwertern ausgezeichnet wurde. Er war an den Kriegsanstrengungen in Europa zur Verteidigung der Nordfrankreichs und Deutschlands beteiligt. Er war Experte in Infanteriekriegsführung und war für die disziplinierten, strengen Umgang mit seinen Männern bekannt. Sprengladungen, Nebelkerzen, ist das, ich weiß gar nicht. Wir haben einmal das hier, Infanterieübung. Infanterie trifft besser mit ballistischen Waffen. MP-Schützen sowie Grenadiere und Fallschirmspringer beginnen Einsatz mit zwei Handgranaten. Aufsitzen. Und dann haben wir hier einmal Unterstützungslehre. Fedor von Bock. Moritz Albrecht Franz Friedrich Fedor von Bock war ein Feldmarschall der Truppen bei den Invasionen Polens, Frankreichs und der Sowjetunion angeführt hat. Sein Ruf als Brandredner brachte ihm den Spitznamen Heiliges Feuer von Küstrin ein. Er war ein Experte für Verstärkungstaktiken und Artilleriemanagement und galt als jemand, der alles strikt nach Vorschrift macht. Das ist ein Nicht-Basenbauspiel. Das ist Sunstrike. Das war das Wichtigste so. Ja, ich glaube, man hat keine Basis, die man aufbauen kann. Ich hoffe, man hat auch keine. Was auch eigentlich interessant wäre, aber Sunstrike, man muss damit auskommen, was man als Verstärkung bekommt. Ja, das ist das Coole. So, ich glaube, den probieren wir aus. Hier, Armee-Fernmesser. Was ist das denn? Artillerieeinheiten feuern mit großer Treffsicherheit und nehmen Ziele schneller ins Visier. Das ist super. Armeetechniker, Ingenieur, Reparaturfahrzeuge können bis zu 50% ihrer maximalen Trefferpunkte heilen und zu dem kritischen Schaden beheben. Abschleppen und Nebelkerze. Ja, wir nehmen jetzt mal den, die Unterstützungslehre. Überqueren Sie die Brücke, bevor die Franzosen sie in die Luft sprengen und so den einzigen Weg über die Marsch blockieren. Eliminieren Sie feindliche Bunker und andere Verteidigungen.
Das ist auch super oldschool hier. Krass, das mit den Pfeilen und so. Das ist schon ziemlich Sudden Strike. Okay, los geht's. Ich bin aufgeregt und los. Auch cooles Bild hier mit der 8-8 und dem glühenden Lauf. Auch schon sehr cool. Guck mal, das sind Sardinenbüchsen. Shermans, oh Mann, ey, die Opfer. Schlacht bei Sedan, Mai 1940. Überqueren Sie die Brücke, bevor die Franzosen Sie in die Luft sprengen und so den einzigen Weg über die Marsch blockieren. Ziel hinzugefügt. Okay, das sind ein paar Stukas. Los, steigt ziehen! Möchten Sie Einheiten abschleppen? Wählen Sie eine Abschleppeinheit aus und blicken Sie auf die Abschleppeinheit. Ach, guck mal, wir haben einen Sturmgeschütz. Das ist gut. Da haben wir schon mal was für Reichweite. Da haben wir ein bisschen Infanterie. Ich glaube, habe ich hier Offiziere? Nee, ne? Das sind Sanitäter. Panzer 3E. Okay, das sind. Die haben alle. Was haben die? 50 mm drin? Ich sehe es halt nicht. Da haben wir ein STKFZ. Reparaturfahrzeug. Achso, hiermit muss ich. Okay. Oh, was ist das denn hier oben? Jawohl. Zu Befehl. Achso, die sind schon in. Ach, guck mal, ist auch als Artillerie gekennzeichnet. Okay, pass auf. Was haben wir denn hier? Wir sollen die Brücke einnehmen. Dann. Oh Mann, im Ernst? Ich habe das Tutorial doch schon gespielt. Man kann hier so schön passieren. Das ist sehr cool. Die Steuerung gefällt mir schon mal. Man kann auch sagen, rückwärts fahren. Obwohl man halt dahinter klicken könnte. So. Ja, das ist super wichtig. Und es gibt aber hier einfach den Rückwärtsknopf. Ja, das finde ich cool. Oh, da kommt schon einer. Ich kann mich nicht eingraben oder so. Was machen die denn da? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Infanterie schützen, weil die Infanterie geht schnell drauf. Was sind das denn hier? Haben die hier... Hotchkiss-Panzer. Achso, die. Ich finde ich cool. Ich mag die Franzosen-Panzer voll. Ist der leer? Können wir den einnehmen? Das wäre es ja. Ich brauche mal ein paar Speer. Ach, guck mal, da ist ein Pack. Wie die rumfliegen, ey. Die Infanterie hält ja schon einiges aus. So ist nicht. Guck mal, hier können wir uns auch so aufstellen. Das ist gut. Infanterie meldet sich zum Dienst. Am besten schicke ich immer einzelne Infanteristen los. Da muss ich echt mehr Zeit lassen. Die Frage, wie viele braucht der? Befehle, Kommandant? Infanterie in Bewegung. Eigentlich ist das Ding, ich glaube, zu zweit ist das gefahren, ne? Bin mir nicht sicher. Zu Befehl. In Bewegung, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ah, hat einen Schaden. Einsatzbereit, Kommandant. Hat einen Schaden. Die Koordinaten. Bewegung. Ja, Kommandant. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Jawohl. Beeilung. Zu Befehl. Einsatzbereit, Kommandant. Gefällt mir ja, schon mal sehr gut hier. Beeilung. Zu Befehl. Ja, die Pack können wir am besten immer über die Straße rollen lassen. Befehle, Kommandant. Bewegung, Soldat. Kann ich die auch irgendwie Feuer einstellen? Hinlegen? Das ist gut. Hinlegen, drehen, offensiv. Ich glaube, dann schießen die nicht. Bestätigt. Wie lauten die Koordinaten? Ja, Kommandant. Na los! Das Tolle ist auch, dass die Reparaturen hinlaufen zu dem Fahrzeug und es dann reparieren, ja? Das ist auch was, was man super selten heutzutage in Strategiespielen sieht. Du hast ja immer nur so einen Kreis, der alle im Umkreis heilt. Und das fand ich schon immer übelst hässlich. Ich will halt Bewegung sehen, dass irgendjemand was tut an dem Fahrzeug. Ist nicht zu viel verlangt. Was haben wir denn hier? Mine entschärfen. Ist die Frage, wo wir Minen haben. Das kann halt sein. Kommandant? Komm, wir gehen hier durchs Maisfeld. Das sieht auch super cool aus, wenn die durchs Feld laufen. Das ist auch cool. Das hat man eigentlich auch fast nie. Komm, wir tun den einen mal dahin. Und dann müssen wir langsam nach vorne kriechen. Obwohl wir schnell sein sollen, ja? Hier kommt der Nachschub. Bewegung! Dann sind wir das auch mal. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Das Ding ist, ich glaube, unsere Fahrzeuge können wir nicht wirklich heilen. Deswegen wollte ich doch schon. Sie und Ihre Männer müssen sich beeilen und die Brücke über die Marsch überqueren, bevor sich die Franzosen sammeln. Erwarte Befehle. Wir haben aber nicht wirklich ein Zeitlimit, glaube ich. Befehle, Kommandant. Bewegung. Komm, ich stehe mal lieber auf, das dauert mir zu lange. Feind gesichtet. Infanterie in Bewegung. Fahrzeug funktionstüchtig. Bereit zum Angriff.
Kommandant. Auf dem Weg. Ja, mal los. Scheiß drauf. Wir sind zu lahm. Los, los. Das ist die erste Mission. Die kann nicht so schwer sein. Bestätigt. Verstanden. Infanterie meldet sich zum Dienst. In Bewegung, Kommandant. Wie lauten die Koordinaten? In Bewegung. Okay, da haben wir nur ein... Feindliche Einheiten gesichtet. Feuer konzentrieren. Hubla, Feuer konzentrieren. Feuer eröffnen. Jawohl, verstanden. Ah, oh, scheiße, die haben einen guten Treffer gelandet. Oh, wir haben einen am Boden. Wir haben noch Sanitäter hier irgendwo. Verdammt, sie haben die Brücke rechtzeitig in die Luft gesprengt. Jetzt müssen wir eine andere Möglichkeit finden, den Fluss zu überqueren. Sonny, wie cool, guck mal. Ich schlage vor, Sie versuchen eine Pontonbrücke über eine der Furten zu bauen. Seien Sie aber vorsichtig. Die Franzosen haben die Flussufer mit Bunkern verstärkt. Okay, wir waren zu schnell. Dieses habe ich besonders auf die Verteidigung der Reparaturfahrzeuge. Ohne diese Einheiten können wir keine Pontonbrücke bauen. Einsatzbereit, Kommandant. Ponton, Entschuldigung. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Mal gucken, wie viel ich von dem reparieren kann jetzt. Verstärkung eingetroffen. Na los, Feuer! Achtung! Da kommen wir noch Pontonen! Jawohl. Ich imitiere mal deutsches Gebrülle. Verstärkung, was haben wir denn bekommen, Feines? Oh, Alter, das ist ja einiges. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ach, guck mal, wir können da bauen. Oder hier oben. Ist die Frage, wir können hier hinsetzen. Da ist aber ein Berg und da sind direkt, das ist eine Anhöhe mit Zeug drauf. Dann gehe ich lieber hier hin. Das ist zwar auch eine Anhöhe, aber da steht nichts drauf. Dann gehen wir hier hin, so. So, fahrt mal direkt die Verstärkung. Guck mal, da ist eine Franzosenfahne. Für die Schlacht. Bewegung. Ja, Kommandant? Leider machen ja, die Stukas Kommandant. Nichts. Wir reparieren und füllen nach. Jawohl. Na los! So, irgendwas muss ja hier sein. Zu Befehl. Verstanden. Alle Mann vorrücken! Naja, Infanterie aufpassen. Tötet sie! Feind vernichtet! Bewegung, Soldaten! Okay, was haben wir da? Panzer? Los! Feuer! Einmal rum. Oh, scheiße! Karma, ey. Jetzt haben wir direkt einen Panzer verloren. Was ist hier los? Ach, hier sind überall Feinde. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Befehle, Kommandant. Ach, komm, machen wir die mal schnell platt. Auf dem Weg! Der Feind. Zu Befehl. Bewegung, Soldaten. Einfach mal reinfahren. Dumme Idee. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ach, guck mal, das kann man einnehmen. So, jetzt lasse ich mir aber als nächstes mal mehr Zeit. Guck mal, jetzt haben wir unser... das war echt schlecht. Das war schon echt erbärmlich. Aber jeder findet mal ein Spiel. Guck mal, da haben wir noch mehr so Depots, die wir einnehmen können, weil anscheinend waren ja hier überall Franzosen. Franzosen! Oh, sacrebleu, Paris, oui, oui, non, non, croissant. So, wie viele haben wir denn davon? Einige. So, stellen wir die erstmal... Guck mal, man kann auch so coole Formationen machen. Na los! Wie lauten die Koordinaten? Kanone wird versetzt. Zu Befehl. So, dann machen wir mal die Pontonbrücke. Hier haben wir ein Lager zum Auffüllen. Fahrzeug funktionstüchtig. Jawohl, jawohl. Guck mal, hier können wir uns aufladen. Auch Munition gibt's auch. Das ist auch geil. Das haben auch die wenigsten Spiele. Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. So, das sind alles Sanitäter. Beeilung. Na gut, okay. Oh Mann, da müssen wir echt aufpassen. Das sind die Bunker. Befehle? Kann ich da irgendwie drauf schießen? Bodenangriff. Ziel unter Beschuss nehmen. Auf dem Weg. Das ist doch sehr gut, dass das schon mal geht. Okay, die müssen hinten bleiben in der Formation. Das sind alles die verletzten Panzer. Die beschädigten. Verletzte Panzer. Also eingreifen kann ich die gar nicht, oder was, ne? Jawohl. Erwarte Befehle. Beeilung. Jawohl. Verstanden. Ich habe auch keinen Offizier mit Fernglas oder so. Wir haben hier Nebelkerzen. Ja, das ist ein Rauch. Hoffentlich schaffen wir das. Zu Befehl.
Müssen wir einen Panzer hier hinstellen? Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, mehrere. Obwohl, wir müssen warten. Ich glaube, da kann immer nur einer drüber. Ach, guck mal, er brennt schon. Kein Problem. Hat ja gut funktioniert. Verstanden. Boom. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Guck mal, wie die alle hier warten. So, dann müssen wir jetzt mal hier... Infanterie in Bewegung. Infanterie meldet sich zum Dienst. Was ist das denn für eine MP-Schütze? Dann zurück, du kannst dich mal da aufladen. Zu Befehl. Können alle mal machen. Zerstören Sie den Artilleriebunker vor uns. Artilleriebunker? Ich sehe keinen. Infanterie-Befehle, Kommandant. Oder ist das ein Artilleriebunker? Kanone in Bewegung. Erwarte Befehle. So, dann mal los. Infanterie meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle. Auf dem Weg. Befehle, Kommandant. Die Artillerieeinheiten sind hier. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Ah, noch mehr Sturmschütze. Ach, guck mal hier, was ist das denn hier? Guck mal. Wie süß. Guck mal, wie klein der ist. Was ist das denn für ein SDKFZ? Schützenpanzerwagen. Das ist aber echt kein... Ach, da sind noch welche drin, ne? Guck mal, der hat auch Sitzplätze. Wie lauten die Koordinaten? Alles klar. Dann mal nach vorne. Bestätigt. Hier kommt Ach, guck mal, da ist noch einer. Sehr gut. Bewegung. Bereit für die Schlacht. Bewegung, Soldaten. So, dann alle mal rüber. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Beeilung! So, dann sichern wir mal den Brückenkopf. Wir reparieren und füllen nach. Wir reparieren und füllen nach. Kanone wird versetzt. Mal gucken, wie gut die KI jetzt Weg findet. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Feind... Da oben wahrscheinlich, ne? Da sollen wir hin. Zu Befehl. Gehen wir mal gucken. Bereit für die Schlacht. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Hinlegen. Ausspähen. Das funktioniert ja schon mal gut. Wir lauten die Koordinaten. Bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Los, los! Alle Mann über die Brücke! Okay, schade. Ich bräuchte ein Fernglas oder ein... Wow, shit. Da, Alter, oh mein Gott. Mein... Oh, hoffentlich schießt er jetzt nicht. Oh, Alter, die Franzosen und ihre Maginot-Bunker, ey. Maginen. Kanone wird versetzt. Befehle, Kommandant. Erwarte Befehle. Okay, da muss man echt aufpassen. Man kann nicht maximal heilen. Haben wir keinen Platz noch? Geil. Ja, Kommandant. Sowas finde ich immer geil. Zerstören Sie jetzt die Hauptbunker des Feindes. Der Wald. Yeah. Yeah. Infanterie einsatzbereit. Infanterie vorrücken. So, dann können wir jetzt alles rüberholen. Wir reparieren und füllen nach. Bewegung, Soldaten. So, wir brauchen zwei, die das da halten. Wir haben ja ein Haus. Das müssen wir direkt mal benutzen. Da können wir nicht rein. Flanken sichern. Flanken sichern! Ja, Kommandant. Wie lauten die Koordinaten? Aha. Da ist ein Bunker. Einsatzbereit, Kommandant. Koordinaten, Kommandant. Angriff! Erwarte Befehle. Reparieren und füllen nach. Jawohl. So. Einsatzbereit, Kommandant. Bestätigt. Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten. Bereit für die Schlacht. Ja, Kommandant. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Artillerie einsatzbereit. Ja, Kommandant. Er steckt fest, oder was? Befehle. Ist das... Das ist doch eine 95mm Panzerabwehrkanone. Kanone wird versetzt. Unimo Position! Infanterie meldet sich zum Dienst. So. Bereit zum Angriff. Du verteidigst glorreich unsere Dingens. Verstanden. Befehle, Kommandant? Ja, du gehst nach da oben. Koordinaten, Kommandant? Sturmgeschütz. Wir sind einsatzbereit, Kommandant.
Befehle? Brauchen unsere Kriecher. Wo sind unsere Kriecher? So, du nach vorne. Erwarte Befehle. Guck mal da, da. Seht ihr das? Das muss auch weg. Koordinaten, Kommandant. Feuer! Das sieht auch gut aus. Ich würde ja gerne Blitzkrieg machen, aber... Befehle, Kommandant. Cool. Dann machen wir erstmal von hier. Befehle, ah, das ist ein Sandsack. Ein Graben, Entschuldigung. Ein Sandsackgraben. Bereit für die Schlacht. Sieht mich nicht, ne? Guck mal, da haben wir schon mal ein paar. Das ist auch hinüber. Ja, Kommandant. Kanone in Bewegung. Einsatzbereit, Kommandant. Funktioniert gut, oder? Sehr gut. Infanterie meldet sich zum Dienst. Feuer! Oder los! Kanonen einsatzbereit. Befehle, Kommandant. Wir schießen da jetzt noch. Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie einsatzbereit. Bestätigt. Bereit zum Angriff. Da müssen doch alle hinüber sein. Da schießt irgendwas. Bestätigt. Guck mal, hier die Autos. Hey, Rotterie. Oh, Panzer! Oh shit, zurück! Da kommen sie. Erwarte Befehle. Na los! Beeilung! Befehle zurück, Kommandant. Mein Sohn! Ja, Kommandant. Ach guck mal, die haben die Fenster zugemacht. Zu Befehl. Okay, jetzt muss ich da irgendwie aufklären. Für die Schlacht. Infanterie in Bewegung. Beeilung. Wenn ich den sehe, kann ich vielleicht übers Haus schießen. Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. Feuer. Da. Adios, muchachos. Oh yeah. Ist er verlassen? Nee. Wer hat denn jetzt da eingeschossen? Ah. Fahrzeug funktionstüchtig. Ziel unter Beschuss. Artillerie einsatzbereit. Befehle. Den Bunker könnte ich nämlich auch gleich einnehmen. Befehle, Kommandant. Artillerie einsatzbereit. Kanone so. In Bewegung. Einsatzbereit, Kommandant. Da ist noch ein Haus. Infanterie einsatzbereit. Bewegung, Soldaten. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, aber wir werden sehen. Ja, Kommandant. Feuer. Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Na los. Panzer. Erwarte Befehle. Oh, low, low, yo, yeah. Jo, es geht los. Der muss zuerst weg. Koordinaten, Kommandant. Feuer! Ziel in Sicht. Fahrzeug funktionstüchtig. Angriff! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Verstanden. Tutorial, bla bla. Achso, ja, ja. Bereit zum Angriff. Angriff! Komm, mach den weg. Der sollte ja wohl kein Problem sein. Oh, das ist noch ein Panzer. Zurück! Bereit zum Angriff. Artillerie einsatzbereit. Der ist leer. Okay, alles klar. Befehle? Verstehe wohl. Ich liebe die Häuser. Fahrzeug funktionstüchtig. Bestätigt. Okay, dann nehmen wir mal die Schützengräben ein. Oh nein, was denn hier passiert? Oh Scheiße, wir brauchen Sunny. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Sunny! Infanterie meldet sich. Bewegung. Infanterie in Bewegung. Fahrzeug funktionstüchtig. Irgendwas hat da oben geschossen. Da oben. Eröffne Feuer. Eröffne Feuer. Hier ist alles gut, ja? Kommandant. Zerstört. Okay,
Okay, hier ist alles gut. Position wird gehalten. Bereit zum Angriff. Wie kann man denn die da alle rausholen? So? Bewegung, Soldaten. Jawohl. Okay, dann los. Kanonen einsatzbereit. Oh shit. Einsatzbereit, Kommandant. Bewegung. Kanonen einsatzbereit. Jetzt muss ich mich beeilen. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Wir haben Verluste. Zu Befehl. Beeilung. Scheiße. Verlieren Infanterie. Meldet sich zum Dienst. Infanterie in Bewegung. Scheiße. Einsatzbereit, Kommandant. Ach, das Ding ist auch noch aktiv, oder war? Hier ist alles gut. Einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Befehle? Ja, Kommandant. Mal alle da rein. Infanterie in Bewegung. Und dann brauchen wir unbedingt Speer. Erwarte Befehle. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldaten. Können wir hier durch den Wald kriechen? Dann müssen wir das eigentlich sehen. Oh, das ist ein Bunker. Was ist hier los? Wie lauten die Koordinaten? Wir reparieren und füllen nach. Bereit für die Schlacht. Feuer! In Bewegung, Kommandant. Erwarte Befehle. Haha. Die Art Ari schießt immer, wenn sie uns sieht. Pass auf, machen wir das da aber weg. Befehle, Kommandant. Beeilung! Bereit für die Schlacht. Ein Sandy-Miner mit nach vorne. Infanterie meldet sich zum Dienst. Jawohl. Wie sie auch flüstern, wenn man sie anwählt. Boah, die sind auch hartnäckig in den Bunkern. Befehl. Verstanden. Das wäre einer weniger. Bereit zum Angriff. Koordinaten, Kommandant? Komm, ich muss den sehen. Einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Befehle? Jawohl. Komm schon, zeig ihn. Da ist er doch. Angriff! Erwarte Befehle. Beeilung! Verstanden. Ich glaube, da kann ich nicht durch, ne? Eröffne Feuer. Feuer! Nee, wir bleiben hinten. Ach, guck mal, damit deckt der auf, oder was, ne? Und dann kann er uns sehen. Feuer! Ne, ich fahr da nicht hin. Jawohl. Ich lasse mich jetzt nicht anlocken. Jawohl. Zu Befehl. Seht ihr den nicht? Befehle? Ja, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Fahrt zu Befehl. Bewegung. Transporter meldet sich zum Dienst. Artillerie einsatzbereit. Da kommt Panzer. Ja, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Auf dem Weg. Die werden ausradiert. Ist der Typ hier tot? Ne, das sind noch welche. Guck mal. Zu Befehl. Bewegung. Befehle, Kommandant. Bewegung. Bewegung. Bereit für die Schlacht. Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie einsatzbereit. Ja, die müssen da hin. Die können hier raus. Bewegung, Soldat. Infanterie einsatzbereit. Angriff! Da ist ein Gegner drin. Infanterie in Bewegung. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Sieht's hier aus. Immer noch. Befehle, Kommandant. Jawohl. In okay. Bewegung, Kommandant. Zu Befehl. So viel dazu. Infanterie meldet sich zum Dienst. Gehen wir mal weiter spähen. Einsatzbereit, Kommandant. Befehle, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Geht erstmal mal wieder zurück. Transporter meldet sich zum Dienst. Transporter einsatzbereit. Infanterie in Bewegung. Befehle? Knallt sie ab! Kann ich auch stürmen? Nee, ne? Oder? Knallt sie ab! Tötet sie! Feuer. Töte sie! Ziel unter Beschuss nehmen! Sehr gut. Feuer!
Okay, ab in Deckung. Oh, wir haben einen Verwundeten. Wir haben hier keinen Sanitäter, das ist natürlich sehr intelligent. Bereit für die Schlacht. Bandagen sind einsatzbereit. Sanitäter unterwegs. Nein! Hans! Sie haben gar keine Namen, unfassbar. Hans! Nein! Befehle, Kommandant. Beeilung! Sanitäter unterwegs. Bereit für die Schlacht. Infanterie in Bewegung. So, den haben sie auf jeden Fall ausgeknipst, mein Waldspeer. Bewegung, Soldaten. Das war nicht so nice. Nie. Einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Befehle? Jawohl. So, jetzt sichern wir mal den Hügel. Da ist schon wieder Artillerie oder irgendwas anderes. Infanterie einsatzbereit. Voll zu Befehl. Kanonen einsatzbereit. Artillerie einsatzbereit. Ab nach da oben. Das Geschütz kommt mal mit in die Stadt. Guck mal, was wir Großes haben. Ach ne, das ist ein Stukas. Okay. Kritischer Schaden. Zu Befehl. Kanonen einsatzbereit. Na los! Okay. Infanterie meldet sich zum Dienst. Befehle? Beeilung! Infanterie einsatzbereit. Befehle, Kommandant? Infanterie in Bewegung. Infanterie in Bewegung. Ich glaube, wenn man einfach reinfahren würde, würde ich verlieren, oder? Ich meine. Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. So, du hältst die Kreuzung, ihr beiden Hasis. Geht mal Bewegung. Hier hin. Da kann ich, den kann ich benutzen, um die Kanone rumzufahren. Was haben wir denn hier ist noch? Verletzt? Da ist doch noch in ein Sani. Sieht's hier aus? Hast du ihn gerettet? Nee, ist Sanitäter tot, ne? Unterwegs. Bestätigt. Befehle? Kanone in Bewegung. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Okay. So, da haben wir einen großen Bunker. Da müssen wir jetzt erstmal ranfahren. Der ist Infanterie da. Der legt sich hin. Schießt nicht. Infanterie einsatzbereit. Beeilung. Bereit zum Angriff. So, dann mal los. Artillerie! Feuer! Wir reparieren und füllen nach. Auch wenn die Sturmschütze das schlecht ausknipsen würden können. Ich mal nicht von aus. Aber da haben wir die eine Fahne eingenommen. Nehmen wir mal nochmal. Guck mal, jetzt schon bald keine Infanterie mehr. Na los! Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldat. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung. Gehen wir mal spähen. Bunker. Oh Mann, ey. Wir müssen die ganze Küste nicht freiräumen. Wir müssen die Bunker einnehmen. Befehle? Treffer. So, mal gucken, was der Bunker so macht. Bewegung, Soldat. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Dann decken wir mal auf. Auf. Wir sind einsatzbereit. Gehen wir weiter zurück. Guck mal, da haben wir auch noch Versorgungsdepot, stimmt. So, was haben wir denn da? Das ist eine Artillerie. 105 mm Schneider. Schneider. Können wir doch eigentlich leer schießen, ne? Haben wir nicht noch ein bisschen... Befehl. Nichts. Nein. Befehle. Nur Sanitäter. Ja. Besteht und hier in den Häusern sind noch ein paar, aber die sollen da bleiben. Jawohl. Könnte ja einer reichen. Ziel unter Beschuss nehmen. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Befehle? Oh, die treffen den nicht. Infanterie einsatzbereit. Infanterie einsatzbereit. Ja, Kommandant. Zu Befehl. Na los! Oh, da sind auch noch ein paar. Jawohl. Bewegung, Soldat. Rückzug! Bereit für die Schlacht. Bereit zum Angriff. Feuer! Ja, Kommandant. Zielen. Feuer. Kanonen einsatzbereit. Jawohl. Verstanden. Scheiß drauf, brauchen wir eigentlich gar nicht. Machen wir die einfach weg. Ach, ist kaputt, ja? Okay, gut. Artillerie einsatzbereit. Feuer! Machen wir erstmal das Ding da weg.
Gibt's doch nicht. Befehle? In Befehl zielen. Feuer. Da sind wir einige. Einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Müssen wir alle aufladen hier. Ah, die haben einen Infanteristen getötet. Beeilung. Infanterie in Bewegung. Sanitäter! Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Verstanden. Sie reparieren und füllen nach. Verstanden. Ja, Kommandant. Bewegung. Zwei. Befehle, Kommandant. Auf dem Weg. Bandagen sind einsatzbereit. Auf dem Weg. Du Befehl. Ja, Kommandant. Bereit zum Angriff. Wie lauten die Koordinaten? Meine Güte, die Pack hat aber auch echt Energie. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. So, da haben wir aufgeräumt. Bandagen sind einsatzbereit. Dann gehen wir mal gucken. Erwarte Befehle. Infanterie meldet sich zum Dienst. So, da haben wir jetzt nur noch einen Hügel vor uns. Erwarte Befehle. Verstanden. Einsatzbereit, Kommandant. Dann gehen wir mal gucken. Ach, guck mal hier. Wollte gerade sagen. Feindliche Einheiten gesichtet. Infanterie in Bewegung. So, wir haben Munitionsprobleme. Befehle, Kommandant. Und wir haben Reparaturprobleme. Infanterie meldet sich zum Dienst. Beeilung. Infanterie, so, Infanterie sammeln. Jawohl. Bereit zum Angriff. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Stolz. Ja, Kommandant. Bewegung. Jawohl. Brauchen aber Jahre, irgendwie aufgefüllt zu werden. Ja, Kommandant. Kanone wird versetzt. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. Bereit für die Schlacht. Bewegung, Soldaten. So. Munitionsmann. Verstanden. Zu Befehl. Hier wurde genug nachgeladen. Na los. Na los. Beeilung. Okay. Erwarte Befehle. Befehle? So, haben wir einen Angriff. Ich meine, hoffentlich ist das das letzte Ziel. Sonst haben wir ein Problem. Halt, wo willst du denn hin? Bereit für die Schlacht. Infanterie einsatzbereit. Hoffentlich ist das Haus da leer. Das wäre super. Artillerie einsatzbereit. Ist das da? Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Artillerie, Feuer! Bereit für die Schlacht. Infanterie in Bewegung. Ist jemand verletzt? Bewegung. Ja, Kommandant. Sanitäter. Los, vorrücken! Wie lauten die Koordinaten? Ziel unter Beschuss nehmen! Einsatzbereit, Kommandant. Wir haben noch genug Panzer. Los geht's! Bewegung! Na los! Beeilung! Bewegung. Lass mal hier hin. Ja, Kommandant. Oder kommen sie? Sieg errungen. Die Franzosen erholen sich von dieser Niederlage so schnell nicht. Ruhen Sie sich aus und bereiten Sie sich auf die nächste. Geil, guck mal, wie die durch die Sonnenblumenfelder rasen. Der Feind. Befehle, Kommandant. Wir können die Luken nicht aufmachen. Aber hey! Woo, Sieg! Wie nur. Oh, nur zwei Sterne, unfassbar. Unfassbar. Mittwoch, 15. Mai 1940. Der Fall Gelb. Dieser Begriff hallt in den Reihen meiner Männer wie ein gottgegebenes Schicksal wider. Der Plan des Oberkommandos des Heeres, durch die Ardennen vorzurücken und die französischen Truppen zu überraschen, war ein voller Erfolg und inspirierte jeden Wehrmachtssoldaten, gegen den Erbfeind im Westen das Beste zu geben. Unser Angriff auf Sedan spielte dabei eine wichtige Rolle. Natürlich hat uns die Luftwaffe bei dieser Operation gehörig unterstützt. Der Großteil der Arbeit wurde aber, wie immer, von unseren Jungs am Boden erledigt. Vor allem von Hermann Balk und seinen Männern des Schützenregiment 1. Ich werde nie vergessen, wie er unter Beschuss mit Gummibooten die Maas überquerte und diesen Brückenkopf errichtete. Das Überqueren der Maas war ein Kinderspiel.
Jeder einzelne meiner Männer hat die richtigen Entscheidungen getroffen und wir konnten einen entscheidenden Sieg erringen. Berichten zufolge sollen Bocks Truppen durch die Niederlande gefegt sein. Er leistet gute Arbeit, aber ich weiß nicht, ob seine auf Artillerie zentrierten Taktiken in Sedan die richtige Wahl waren. So, dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge eventuell. Leute, wie fandet ihr das? Soll ich davon mehr machen oder nicht? Euren Senf in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zur nächsten Folge Sunstrike 4 beim Westfeldzug. Und ich glaube, wir können den General bei jeder Mission wählen, ja? Ah, gut zu wissen. Also Leute, bis dahin, haut rein.